an dem Freitag, wo die Popcom offiziell abgesagt worden war, das ist ungefähr 10 Wochen jetzt her, habe ich mich maßlos geärgert über die Begründung. Wäre ja okay gewesen, wenn es 2003 oder 2004 der Fall gewesen wäre, dass man sagt, die digitale Krise ist schuld, dass eine Veranstaltung davon nicht mehr stattfinden kann. Und diese Begrifflichkeit der digitalen Krise als Internetunternehmer finde ich dreist und unglaublich, weil dieser Inhalt oder dieser Terminus digitale Krise gibt es gar nicht. Es gibt überhaupt keine digitale Krise. Es gibt digitale Chancen und Möglichkeiten, aber es ist keine Krise. Und darüber kam man dann auf die Idee, zu zeigen, was halt das Netz schon an coolen neuen Modellen für auch die Musikbranche entwickelt hat und das zu zeigen, genau als Gegenpol sozusagen. Und dann haben wir sehr kurzfristig unser Netzwerk angeworfen, also Leute kontaktiert, die halt aus der Branche sind und die auch darüber sauer waren, dass das so stattgefunden hat. Man hat mit vielen Veranstaltern gesprochen, dass halt auch schon Events gebucht sind. Das war ja sehr, sehr kurzfristig. Und das ging dann relativ zügig, dass wir klar hatten, okay, wir wollen das zusammen machen, All Together Now, und einen Verein auch dazu gründen, um die Offenheit da auch nochmal stärker zu fundamentieren, dass wirklich jeder mitmachen kann. Und das haben wir jetzt hier 2 Tage gemacht. Genau, 10 Wochen. Das ist jetzt der Camp-Teil des Ganzen. Genau, genau. Heute das heißt, ist das Camp jetzt quasi zu Ende heute. Jetzt, es gibt gleich noch ein Konzert. Bin ich sehr gespannt. Voltaire und Amanda Palmer. Das wird sicher super. Und morgen fassen wir alle Inhalte nochmal zusammen in einer Konferenz. Die dann mehr strukturierter ist, oder wie ist es gedacht? Ja, hier ist es ja nicht unstrukturiert. Hier ist es halt nur ein bisschen scary für Leute, die halt so straffe Abläufe gewohnt sind. Ich meine, du, für dich ist es ein alter Hut, nur ein Barcamp zu machen, gar keine Frage. Aber Leute aus der Branche, um die es geht, haben halt eher Schiss davor, sich auszutauschen und auf Augenhöhe zu diskutieren. Und das war unser Claim, reducing the distance between artist and fan. Also eben das, was das Netz tut, nämlich den Direktkontakt zu ermöglichen, Vollkontakt oder wie man es auch immer formulieren will, das muss gelernt werden in dieser Branche. Das muss noch gelernt werden, das ist eindeutig so, und damit fangen wir jetzt mal an. Also wir fangen schon mal an. Vollkontaktmesse ist natürlich ein toller Begriff, den werde ich weiterverwenden. Gerne. Ich habe vorhin schon mit Tim geredet, Motor FM-Chef, und er meinte, alle sind eigentlich hier, ein bisschen zieren sich die Labels, die wahrscheinlich da doch ja bei der Popcom involvierter waren. Ist das auch was dein heißt Eindruck, hier oder? Naja, also ich sag mal so, wenn man in den Wespennest reinstößt, dann gibt es natürlich auch Stiche und negatives Feedback. Und wenn Leute, die sich schon seit Jahren, wie Tim zum Beispiel, aus dem Fenster lehnen, mit halt Thesen, dass da nicht alle mit zufrieden sind, kann man auch verstehen. Nicht jeder kann mit Thinking leiden oder so. Von daher ist es ja kein Wunder, dass es immer ein bisschen Gegenwind gibt. Aber alles in allem haben wir von vornherein versucht, es so offen und so transparent wie möglich zu organisieren, dass jeder mitmachen kann. Und ich habe es immer so ein bisschen beschrieben als Bewegung oder als Erdrutsch, der passieren muss. Wir können nicht jeden Einzelnen aus seinem Kämmerlein irgendwie rausholen. Dafür haben wir nicht die Zeit, nicht die Kapazitäten. Das ist auch nicht unsere Mission. Sondern wir wollen nach vorne denken und so, ja, genau. Alles wie geht. Musikbranche. Wir sind ja beide eigentlich eher so ein bisschen eher aus der Internet-Ecke. Richtig, wobei viele ja gar nicht wahrgenommen haben in der Vergangenheit, dass wir in den letzten Jahren ganz oft uns Prügel abgeholt haben auf Panels und bei Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben als Vertreter Public Lead von Creative Commons. Da waren wir immer die Leute, die quasi die Überbringer der bösen Botschaft des Netzes sind. Also so ein Klassiker halt, ne? Wir wäre ja schön, wenn wir das Netz erfunden hätten. Haben wir nicht. Es ist halt jetzt da, das Netz. Und es geht auch nicht mehr weg. Und das ist auch gut so. Für diese Situation Antworten zu schaffen, das war der Ansatz. Merkt ihr denn hier auch schon den Wandel? Also in den Köpfen? Definitiv. Ich habe heute schon mit so vielen Leuten gesprochen, die meinten, es wäre die beste Konferenz, auf der sie je gewesen sind. Also das, was man im Internet bei Barcamps auch miterlebt hat. Genau, weil es halt eben auf Augenhöhe mit einer großen Ernsthaftigkeit stattgefunden hat, auch für dich nichts Neues als Barcamp-Veteran, dass man schnell als Laberbude oder so verschrien ist, wenn man so ein offenes Format macht, aber dann alle auf einmal überrascht sind, wie konstruktiv die Leute alle sind. Ja, also so der klassische Internetnutzer,
wird ja so als destruktiver Motzer irgendwie wahrgenommen und das ist eigentlich ganz andersrum. Die Leute, die auf den Barcamp kommen, haben Lust, konstruktiv zu reden, sich zu beteiligen, Inhalte zu generieren. Und wir haben das Barcamp-Konzept ja ein bisschen verändert. Das ist ja vielleicht auch interessant. Wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall alles so gut wie möglich dokumentieren und auch in eher diesen kuratierten Stack am Freitag, also morgen, zu überführen. Und da haben wir das System der Rapporteure genommen, was im politischen Umfeld eigentlich eher bekannt ist. Und wir haben jede Session ist besucht worden, wird aufbereitet, wird dokumentiert, ins Netz gestellt und zum Teil morgen auch in die Konferenz eingespeist. Und das ist natürlich nochmal eine Brückenfunktion. Einmal haben wir über 20 Rapporteure gehabt, die halt sich die Sessions angeguckt haben und dafür inhaltlich verantwortlich waren. Nicht zur Planung, aber zur Dokumentation. Das ist natürlich schon mal echt super, dass wir alles zusammen haben. Und zum Zweiten wird es auch ein Impuls sein, morgen in der Konferenz. Dass halt also die Rapporteure auch zu Wort kommen. Damit die Leute, die sich denken, ich gehe mal lieber nur zur Konferenz, da muss ich nichts sagen, die kriegen dann trotzdem morgen noch die Info, was halt Sache ist. Alles klar. Was ihr auch gemacht habt, was ich gesehen habe, dass ihr vorher schon Themen gesammelt habt. Ja. Das ist ja schon so ein Grundthema, wenn du das auf einem, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Barcamp machst, kriegst du es ja um die Ohren gehauen. Jetzt in der noch unbefangenen Community war es aber, glaube ich, der richtige Schritt, ne? Es war zwingend notwendig, weil die Branche so weit entfernt ist von der Netzwelt. Das hat sich da auch immer gezeigt, dass wir da einfach die wichtigsten Themen schon mal setzen wollten und mussten. Um auch nach außen zu kommunizieren, um was für Inhalte geht es eigentlich. Das war, ich meine, das ist ja kein Statuskonzept, kann man ja machen, wie man will. Und wir haben gedacht, wir müssen das ein bisschen anders machen als beim klassischen Barcamp. Wir haben es auch, also zum Beispiel das Future Music Camp in Mannheim vor 8-9 Wochen. Das war zwar gut und hat mir auch Spaß gemacht, als ich da war, aber es war nicht so konstruktiv, wie es hätte sein können, weil viele kluge Köpfe da waren, weil die einfach die Formate noch nicht so gelernt waren. Und das war so ein bisschen die Lesson, die wir da gelernt haben, zu sagen, das müssen wir ein bisschen besser vorbereiten. Okay, ich vermute, Samstagmorgen wird ausgeschlafen, ein bisschen geht nicht mehr. Samstag wird erstmal ausgeschlafen, das habe ich fest vorher.